Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mittlerweile bei der CB1000R die 3000 Kilometer voll gemacht, deshalb hier wieder ein kurzer Zwischenbericht. Und hier noch ein kleiner Blick von oben, von der Drohne. Es wackelt noch ein bisschen, ich kann es noch nicht so gut, aber ich lerne ja noch. Dieses Neo Sports Café Design finde ich also nach wie vor wirklich absolut begeisternd. Also ich finde, für mich ist es eines der schönsten Motorräder auf dem Markt. Ist einfach auch diese Detailverliebtheit, die im kleinsten Winkel dieser Maschine versteckt ist. Dass diese Echt-Aluminium-Blenden sind oder der Kühlergrill aus Edelstahl, die Griffheizung, die Bremsen sowieso über jeden Zweifel erhaben. Das gleiche gilt natürlich auch für das Wilbers Federbein oder auch diese bildschöne Einarmschwinge oder eben dieses bildschöne Kombi-Instrument, Quickshifter. Meine Liste Carbon-Teile habe ich verbaut. Von den Leistungsdaten, PS, Gewicht, als auch vom Fahren, vom Handling her, vergleiche ich die CB immer wieder mit meiner Ducati Monster 1200S, wobei mir die CB, muss ich allerdings sagen, deutlich besser gefällt von der Optik her. So, die Pirelli sind montiert. Was kann man als Fazit sagen, jetzt nach der ersten kurzen Probefahrt? Ich kann jetzt hier natürlich auch nicht volle Kanne gleich mit den Reifen fahren. Das heißt, die muss man da auch erst ein bisschen rantasten. Aber was ich jetzt schon auf jeden Fall sagen kann, die Reifen flößen absolutes Vertrauen ein. Die Stabilität hat, muss ich sagen, im Vergleich zum Mitas tatsächlich noch einmal zugenommen. Man, letztendlich kann man das erst dann zusammenfassen nach einer ausführlicheren Probefahrt. Aber bisher ist der Reifen wirklich äußerst vielversprechend. Also nochmal ein paar Ticken finde ich besser als der Mitas. Aber ja, wie gesagt, es wird zusammenfassende Probefahrt dann geben und ich werde hier dann natürlich auch nach 1000, 2000 Kilometern mit den Pirelli Rosso 3, werde ich dann auch hier nochmal ein Video einstellen. Also bis jetzt extrem vielversprechend, für mich persönlich, für meinen Fahrstil noch viel interessanter als der Mitas, obwohl der Mitas eigentlich auch ein sehr guter Reifen war, aber von der Stabilität, vom spielerischen Handling kommt er also bei weitem nicht an den Pirelli hin. Also bisher kann ich sagen, Daumen hoch, absolute Empfehlung.